Rentenerhöhung um 10% zum 1. Januar 2024 gefordert. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Die Partei Die Linken, und zwar deren alterssicherungspolitischer Sprecher Matthias Birkwald, fordert eine außerplanmäßige Rentenerhöhung zum 1. Januar 2024. Und zwar will er einmalig 10% mehr Rente haben. Und zwar deshalb, weil es in Deutschland eine so massive Erhöhung des Inflations- oder des Kaufkraftverlustes gibt und die zum 1.7.2023 beschlossene Rentenerhöhung für die rund 20 Millionen Rentnerinnen und Rentner nicht ausreicht. Deshalb sagt Birkwald, es müsse eine außerplanmäßige Rentenerhöhung um 10% ab dem 1. Januar 2024 als einmalige Maßnahme kommen. Finanziert werden soll dies auch mit einer zusätzlichen Anhebung des Rentenversicherungsbeitrags um 2%, das heißt von 18,6% auf 20,6%. Die Arbeitnehmer bezahlen davon 1% und die Arbeitgeber natürlich dann auch paritätisch den anderen Prozent. Ich finde diese Idee nicht so dumm, meine Damen und Herren, denn die 300 Euro Energiepreispauschale für Rentnerinnen und Rentner haben hinten und vorne nicht ausgereicht. Und leider ist es ja so, dass die Rentnerinnen und Rentner in Deutschland die 3.000 Euro Inflationsausgleichsprämie leider auch nicht erhalten können, wenn sie nicht zusätzlich in einem Arbeitsverhältnis sind und der Arbeitgeber hier diese Maßnahme freiwillig bezahlt. Also, wenn Sie auch dafür sind, dass es zum 1. Januar 2024 eine außerplanmäßige Rentenerhöhung um 10% geben sollte, dann einfach Daumen nach oben und schreiben Sie uns in Ihre Kommentare Ihre Meinung zu diesem Thema. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.